Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Busvorstellung hier vom Volvo 9900 in Gerundorf mal wieder. Ich habe mir den Bus heute runtergeladen, der ist auch jetzt gerade rausgekommen. Schick ist er, ist zwar nur in Anführungsstrichen eine Beta, aber boah, diese Grafik, ne? Guckt euch die mal an. Also für mich ist der fertig, soweit. Okay, hat noch einige Fehler hier, aber da gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein. So, ich werde den Bus einmal starten und so zeigen, wie man den überhaupt starten muss. So, erstmal die Elektrik natürlich wieder an. So, jetzt haben wir den Bus soweit hochgefahren. Jetzt müssen wir zu unserem Alkotestgerät. Einmal auf den linken Button drücken, jetzt wird das Display hell und jetzt den rechten Button halten und drücken. Drücken und halten. So. So, jetzt steht da Drive Carefully. Das heißt, unser Motor ist nun freigeschaltet und wir können die Karre starten. So, der Bus ist auch an. Natürlich fährt um 12 Uhr immer eine Bahn. Egal. So. Gang rein. Und jetzt bleiben wir aber erstmal eine Runde hier stehen. Für die Türen öffnen. Dann werden wir einen Blinker setzen. Licht anmachen. Also. Mal zum Zeigen einfach nur. Innen hat man im Übrigen auch noch die Möglichkeit, ein Flurlicht einzuschalten, ein Laserlicht und ein normales Licht, sag ich mal, also ein Spotlight. Wenn ich alle gleichzeitig anmache, sieht das so aus. Da gibt es noch einen Fehler, das ist auch ein Beta, also ist jetzt egal. Auch sehr schön sind diese Bildschirme, die zack, zack, mit diesem Computer hier unten gekoppelt sind. Der funktioniert jetzt nicht. Ich habe mal gerade das Linienschild dahingestellt. Hier haben wir unsere Kasse. Hier ist das Mobitech ICU 400. Das ist ein, ich glaube, ein Ansagen- oder Steuergerät für Matrix-Anzeigen. Hier haben wir unsere Kasse. Den wir zeigen hier eben. So sieht man das. Kann man hier auch abbrechen. Ganz einfach. Es gibt dann noch einige Taster, die nicht funktionieren. Egal. Ob man den Bus abdecken kann, weiß ich jetzt nicht. Scheint nicht so zu sein und da gibt es wenig Druck. Das werde ich dann also nochmal ausprobieren. Hier sind die drei Schalter für die Beleuchtung. Das Radio funktioniert, das werde ich jetzt aber nicht einschalten. Das hört man einen echt schlimmen Radiosender. Na, Scherz beiseite. Radio Oberhausen halt. Wie gesagt, hier ist die Steuerung unserer Heizung. Zack, zack, zack. Ja, hier kann man eigentlich theoretisch umschalten zwischen Kamera und Navi. Kaffeetasse, weiß ich nicht, Kaffeemaschine anmachen, Kühlschrank anmachen oder so Geschichten. Das hat was mit dem Retarder zu tun, irgendwas mit Schleudern und das der Batterieschalter. Hier wären dann die Dachluken dran, mit den verschiedenen Positionen, die man die stellen kann. Hiermit kann man das Sonnenrollo, was sich, ups, da oben befindet, ganz schön lang. Kann man mit dieser Taste wieder verschwinden. Hier hat man die Möglichkeit, das Licht hier im Fahrercockpit einzuschalten. Theoretisch könnte man hier jetzt drüber die Scheibenheizung und die Scheibe selber hoch und runter machen, aber das muss man hier manuell machen. Ist mir egal. So, mal gucken. Ich weiß mal das Licht hier wieder aus. Hier links ist der Drehschalter für dieses Licht. Hier ist das Lenkrad. So, ja, nichts Besonderes eigentlich, nur Schalter, Hebel und was weiß ich. Und zwei Pedale, das muss sein. Hier ist die Schaltung, das ist sehr simpel, es ist eine Automatikschaltung. M steht für... ich wusste es mal, ich kann das ja mal unten drunter schreiben, was M bedeutet in der Automatikschaltung. Aber
Soweit, so gut. Ich zeichne nochmal kurz von außen. Hier, so. Scheibenwischer funktionieren. So. Ja, ich möchte den Scheibenwischer jetzt wieder ausgeschaltet haben, bitte. Sehr schön. So, dann würde ich mal nicht mehr so viel so sagen, aber ich mache die Tür mal wieder zu. Da ist die Tür, hier ist die Toilette. Dann mache ich die Tür mal zu. Die Tür hat Sound, das war jetzt mal sehr leise. So. Dann starten wir den Motor. Ups, hab ich schon. Gang ist auch drin. Super, dann fahre ich einfach mal los. So, die Ampel ist gerade auf Rot umgesprungen, aber es war noch genug Zeit zum drüberfahren. Aha. Der Wagen schaltet so, als wenn jetzt gerade da jemand sitzt und manuell schalten würde. Also das heißt mit richtig schön Kupplung. Mit Kupplungszeit und so. Das ist richtig cool jetzt. Ich bin den Bus vorher noch nicht gefahren. Wir haben zurzeit 15 Grad Außentemperatur und 21 Grad Innentemperatur. Es ist 12.06 Uhr. Unser Tank hat noch 343 Liter. Wir sind insgesamt schon mit unserem Bus 98.177 Kilometer gefahren. Und der Bus hat im Übrigen auch noch 12 Gänge. Das kann man hier sehen. Hier ist die Gangwahl, sag ich mal. Also wo jetzt der Gang ist. So. Ich würde einfach mal sagen, ich halte die Klappe. Lass mich einfach mal, ja, in meinen Sitz sinken. Und fahre dann eine Runde. Oder auch zwei. Ups. So. Ich musste mal kurz das Auto reparieren. Das Auto abschleppen lassen. Ich mache jetzt mal das Spiel lauter. Nicht wundern, es wird jetzt einmal kein Ton da sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann den Bus auch nicht kontrollieren. So. Jetzt ist der Ton natürlich wieder da und ich kann den Bus auch wieder kontrollieren. Alles gut. So, dann mal viel Spaß.
jetzt haben wir den 12. Gang erreicht. Unsere aktuelle Geschwindigkeit beträgt 100 km/h. Das ist auch die Höchstgeschwindigkeit von dem Fahrzeug. Der ist entweder abgeriegelt oder er fährt halt nicht schneller. Aber ich würde eher sagen, dass er abgeriegelt ist, denn Drehzahlmesser wäre noch mehr möglich. Gebe ich mich jetzt mal in die Fahrgastraumansicht und werde mal probieren, ob ich den netten Kollegen vor mir denn nicht in die Karre fahre. Was war das denn jetzt? Er hat doch extra gebremst, oder? So, ich werde mal wieder links entlang fahren. Ich mach nur kurz einmal die Sonnenblende hoch, damit ich dann auch was sehe. Ich gebe mal testweise eine Linie ein. Betriebsfahrt. So. Wird aber hier soweit nicht geschildert. So, ich fahr mal weiter. Ob ich jetzt Fahrgäste einladen kann. Dafür fahre ich mal zum Krankenhaus, aber in der Außenperspektive. So, ja, die Busse auch von außen sehen. Ich kriege immer wieder Nachrichten, aber am besten einfach nicht daran stören lassen. Ich probiere mal, ob ich jetzt unsere Linie und den Kurs eingeben kann. Jo, Bauernhof. Tür ist offen. Der gute Herr steigt ein. Ja, guten Tag. Und los geht's. Hallo.
fährt sich super, auch wenn die Fahrgäste mal wieder weg können, weil ich in der Kurve fahre. Egal. Aber der fährt sich gut. Sound ist auch in Ordnung. Die Schaltung finde ich auch gut. Generell auch die Texturen, alles. Ich weiß nicht, ob ich den Download-Link da mal in die Beschreibung mit reinpacke. Mal googeln, ne? Hallo! Einmal Eisfahrschaft. So, abbekommen. Gedrückt. Ist mich da nicht raus. Und weiter geht's. Bauernhof angekommen und dann werde ich wieder eine Innenansicht fahren. Nach Möglichkeit auch mit Fahrgästen. Ich habe mich mal eben auf beschäftigt bei Skype gestellt. So, mal gucken, ob wir... Sehr schön. Krankenhaus. Da wollen wir doch hin. So, es will keiner einsteigen, also Betriebsfahrt, weil keiner da ist. Ne? Was haben wir denn hier noch? Ah, hier wird uns angezeigt, wie viel Liter unser Fahrzeug verbraucht. So, jetzt stehen wir mal. 2 Liter in der Stunde, das ist jetzt nicht wirklich viel im Leerlauf. Jetzt lassen wir den mal rollen. 63 Liter beim Rollen? Wow, auf 100 Kilometer. Ne? Wenn ich mehr Gas gebe... Das war super, echt gut gemacht. Naja, das war jetzt aber schlicht gebremst. Dafür mein Rückwärtsgang. Nicht weiter tragisch. Wir fahren 20 im Rückwärtsgang, auch gut. So. Und jetzt müsste es auch schon weitergehen. Theoretisch. Wenn die Ampel denn will. Das ist die Voraussetzung.
würde man sagen, dass jetzt am Krankenhaus unsere Fahrt endet. Danke fürs Zuschauen und weiterhin viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.